Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Lucky's Tale. Tjo, wir haben das letzte Mal den Hund hier mitgebracht offensichtlich. Hey Lucky, ich habe ein paar neue Kostüme für dich. Komm und sieh dir an, was ich auf Lager habe. Okay. Ach Kollege, du bist echt süß. Alles ist hier süß. Jo, Lucky, danke, dass du mir dabei geholfen hast, Klein Sparky zu retten. Er läuft manchmal ein wenig heiß, aber tief im Herzen ist er eigentlich ein netter Kerl. Wo du schon da bist, brauchst du irgendwas? Neue Kostüme haben wir freigeschaltet. Und zwar... Och nein, es gibt hier so ein Indiana Jones Kostüm. Ach, wir kaufen die aber nach und nach, die Kostüme. Wir kaufen die nach und nach. Erstmal will ich hier... Mein Lederhosen-Outfit fertig machen. Wo kann man das denn anziehen eigentlich? Ah, okay. Hey, muss ich das jetzt einzeln auswählen? Yes! Ja, freut er sich. Kann ich das nicht irgendwo im Optionsmenü auch machen? Nö. Ach so, da muss man die Kombination zusammenstellen und dann A drücken. So funktioniert das wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Okay. Nice, also. Wir laufen jetzt wohl als echter Bayer hier im Spiel rum und schauen mal, was wir so entdecken können. 14 von 22 Kleeblättchen haben wir auch schon. Oh, so viel gibt es hier gar nicht mehr zu sehen. Was machen wir denn? Also hier haben wir Verlies-Wettrennen als nächsten regulären Level. Schauen wir uns vielleicht hier oben nochmal ganz kurz um. Oh, da ist noch ein Secret. Und da vorne ist irgendwie so ein kleiner Vogel. Der sagt immer... Der ist ja witzig. Ey, wie süß dieses Spiel einfach nur ist. Krass, ist das cool. Hab mich echt voll in das Spiel verliebt. Wenn du einen Buzzer siehst, stampfe darauf. Jede Aktion bewirkt eine Gegenreaktion. Das habe ich einmal gehört und es klang ganz gut. Sehr schön. Okay. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du zu viel lächelst? Warum bist du die ganze Zeit über so glücklich? Jetzt geh schon los. Löst das Rätsel da drüben. Ich kann diese ständige Lächeln nicht mehr ertragen. Ah ja. Okay, schauen wir uns erstmal um, ne? Schauen wir uns erstmal um. So, was könnte man denn hier machen? Also wir müssen auf jeden Fall eine von diesen Puck-Statuen hier rüber bekommen. Moment, die nehmen wir mal nach vorne. Keine Ahnung, ich rate jetzt einfach. So. Brauchen wir nämlich da hinten gar nicht, denn wenn er das hier blockiert, dann haben wir die eine schon mal auf dem Fuß stehen. So, was ist jetzt mit der hier? Einfach nach unten und fertig ist. Zack, schau mal eine an, das war's. Irgendwann probiere ich trotzdem mal aus, was bei Überspringen passiert. Das wäre natürlich schon echt ganz cool, wenn man Überspringen drücken könnte und wenn das dann automatisch gelöst wird. Aber naja, fürs Erste haben wir eine weitere Kleeblattseite. Mit unserem kleinen bayerischen Lucky bekommen. Luffy mag wie ein großer Marshmallow aussehen, aber er besteht nur aus Muskeln. Lass sie nicht auf dir landen. Luffy. Fluffy wahrscheinlich. Und bei Harry Potter. Ne, wie hieß der denn nochmal? Der hieß nicht Fluffy, der hieß auch anders. Ach, fällt mir nicht mehr ein. Naja. Hauptsache, wir können schon irgendwie... Wir hätten schon im ersten Part zum Boss gehen können. So. Wenn du dich einsam fühlst, mach einen Screenshot und poste ihn auf Finstagram. Das wird Lady M lieben. Finstagram gibt's hier. Kenn nur Instagram. So, nächstes Rätsel. Weißt du, seit die Wächter auf und davon sind, hatte ich nichts zu tun, außer diese Rätsel zu erstellen. Es ist gewissermaßen zu meinem Hobby geworden. Denkst du, du schaffst es, dieses hier zu lösen? Das würde ich nämlich zu gerne sehen. Ah ja, kriegen wir schon hin.
Plan. Wo soll denn jetzt hier die Schwierigkeit sein? Ich glaube, die sind halt einfach grundsätzlich nicht schwer, die Rätsel. Von daher. Alles gut, finde ich aber in Ordnung. Habe ich schon mal gesagt, es muss ja nicht immer schwer sein. Leichte Spiele können auch gut sein. So zum Beispiel Super Lucky's Tale. Oder New Super Lucky's Tale. Osttüren sind versperrt, aber mit der richtigen Menge an Seiten bekommst du jedes Schloss auf. Unsere Freundschaft hast du schon freigeschaltet, also keine Sorge. Ey, der ist so süß, ne? Der Postbote ist so niedlich. Der ist der absolute Burner, der Kleine. Richtig cooler Typ. Jo. Ja, dann auf zum nächsten Level. US-Level. Da vorne. Jo. Und zwar zu Verlieswetterinnen. Möchte Sieger erlauben, es Wächtern zu verschiedenen Welten im Buch zu reisen. Ohne jemanden, der sich auskennt, kann man sich aber leicht verirren. Ich kann dich etwas herumführen. Der kennt sich gut aus, der Kleine. Hat der eine Kochmütze auf? Oh, Wettrennen. Solche Speed-Level sind irgendwie gar nicht meins eigentlich. Wie lang ist der Level denn bitte? Hallo? 500 Kilometer. Jo. Ach, okay, man darf nicht zurück. Ach, das ist der Gag dabei. Okay, man darf nicht zurück. Kann ich neu starten? Wieder aufnehmen, Weltauswahl, zurück zur Hubwelt. Okay, ich will das nochmal abbrechen. Ich dachte, man könnte halt wieder nach links korrigieren. Also der Trick oder der Spaß oder die Mechanik hinter diesen Levels ist halt, dass er immer in eine Richtung läuft automatisch. So Autorunner. Ich habe mich nämlich auch schon gefragt am Anfang, was das mit der Zeit soll. Okay, dann müssen wir ein bisschen mehr timen. Ansonsten spielen wir den Level halt mehrfach, so lange, bis wir alle Collectibles zusammen haben. Schade, dass man das nicht einfach so resetten kann, in-game. Wäre ganz cool, wenn man einfach irgendwie Level neu starten machen könnte oder so. Aber habe ich jetzt gerade nicht gesehen im Optionsmenü. Vielleicht muss man den einmal durchgespielt haben dafür oder so. Kann auch sein. Naja. Merken wir uns mal einigermaßen, wo die Collectibles sind. Da oben war die Fragezeichenseite. Ach, keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal. Nee, man kann wirklich nicht resetten. Na denn, los geht's, Lucky. Das haben wir schon mal direkt verpasst oben. Oh Mann. Okay, das läuft. Ein Doppelsprung darf ich trotzdem machen. Ah, wir laufen aber schon an einigen Sachen vorbei. Okay, die Fragezeichenseite habe ich auch verpasst. Wenigstens das Lucky haben wir zusammengekriegt. Okay. Na gut. So richtig toll war es jetzt nicht. Die 300 Münzen. Aber was heißt so richtig toll war es nicht? Wir haben eigentlich nur die Fragezeichenseite verpasst. Also wir sind wirklich vergessen oder wirklich nicht erwischt, haben wir nur die Fragezeichenseite. So, und die machen wir jetzt direkt nochmal. Oder versuchen wir direkt nochmal zu besorgen. Was sagt dir der Brief zur Briefmarke? Wenn du so an mir klebst, kommen wir überall hin. Haha, wieso sind wir beide? Weil ich an dir klebe und wir überall gemeinsam hingehen. Genau. Tschüss. Dann fehlen uns aber übrigens immer noch 2 Kleeblätter. Hm. Kriegen wir da noch 2 Kleeblätter her? Oder kriegt man vielleicht von dem Endboss hier, kriegt man da noch Kleeblätter? Könnte natürlich sein, ne? Ja, das könnte natürlich sein! So, jetzt können wir uns ein bisschen mehr entspannen bei dem Durchlauf. So, wo ist die Fragezeichenseite nochmal? Da in der Mitte. Ach ja, es geht schon, das wird schon passen. Kriegen wir schon hin, alles. Jo, los geht's. Erstmal buddeln.
Nice. Direkt getroffen worden. Sehr schön. So viel zum Thema kriegen wir hin. Okay. Wenigstens kann man hier ohne Ende Geld sammeln. Nice, da ist die Fragezeichenseite. Alles easy, Leute. Ging doch klar. Ach, ich kann auch angreifen. Ich kann ganz normal angreifen auch. Okay. Wusste ich nicht. Boah. Boah, da kann man aber echt schnell Münzen farmen. Darf ich die alle behalten? Wenn ich die alle behalten darf, dann ist das schon echt sehr, sehr geil. Also da kann man auf jeden Fall Münzen für Kostüme easy farmen, wenn ich sie behalten darf. So, also Level abgeschlossen, liebe Leute. Und damit haben wir die 100%. Ach, unten da hat man Wiederholung. Also am Ende des Levels kann man den theoretisch wiederholen nochmal. Sehr, sehr cool. Wieder was Tolles im Spiel. Mann, schon wieder was Gutes in dem Spiel. Hoffe, ihr seid genauso hyped wie ich. Finde das echt cool. Lange nicht mehr so viel Spaß an dem Spiel gehabt, irgendwie an einem neuen. So, also zwei Stück fehlen uns noch. Tatsächlich, wir dürfen die Münzen behalten. Wir dürfen die Münzen behalten und zwei Kleeblätter fehlen uns noch. Ah, Moment, da oben sind noch welche. Ah, wie kommt man denn da hoch? Ah, Moment, über das Dach vielleicht von dem... Von dem Kostümladen? Kann das sein? Ja! Ah, sehr schön! Na dann, nächster Level! Dann haben wir die erste Welt auch gleich schon zu 100% erledigt. Beste Methode, nicht verletzt zu werden, ist auf dich zu achten, Lucky. Bleib Gefahren fern, Sicherheit geht vor. Okay. Meine Güte, ich kümmere mich nur um meine Angelegenheiten und dann muss ich plötzlich mit diesen Ablenkungen hier auseinandersetzen. Wie heißt du, Kind? Lucky? Ha, das werden wir noch sehen. Versuch, dieses Rätsel zu lösen. Okay. So. Also, wenn ich diese Figur jetzt hier draufstellen würde, hätte ich das Rätsel gelöst, das weiß ich. Also ich müsste den nur nach rechts schlagen. Ich würde aber einmal ausprobieren, was bei Überspringen passiert. Ah, nee, okay. Also das Rätsel selbst kann man tatsächlich nicht überspringen, sondern da fliegt man wieder nach draußen. Also man muss das schon selber schaffen. Ja, wobei, ist auch fair. Also wenn man das einfach so überspringen könnte, wäre es vielleicht auch zu leicht. Ist dann vielleicht schon wieder zu langweilig. Also im Rahmen des Let's Plays hätte ich die sowieso alle gemacht, von daher alles easy, aber zumindest wollte ich einmal wissen, was dann passiert. Na gut, dann holen wir uns jetzt aber noch dieses Kleeblatt. Und dann geht's weiter. Na komm, rätsel dich, ich hab doch schon mit dir gesprochen. So. Die eine Fledermaus guckt da in die Ecke, die ist so halb zufrieden. Das war's. Ein Kleeblatt. Eis. Man sagt, dass man auf niemanden eintreten soll, der am Boden liegt. Wenn du aber in einem betäubten Gegner läufst, wird er besiegt. Nehmt das, Bösewichte. Ja. Ach, du kleiner süßer Schnuckel. Jo, sind wir auch schon beim letzten Level angekommen, beziehungsweise bei der letzten Stage hier aus der Welt. Ja, und dann den Boss machen wir auch noch. Den machen wir auch noch heute. Den machen wir mit in diesem Part. Frag mich, wie die Bosse designt haben. Hey, ich arbeite hier. Denkst du vielleicht, dieses Rätsel würde sich von alleine erstellen? Ach, das tut sie nicht. Also das Rätsel tut es nicht, falls das nicht klar genug war. Du-di-dum. Und das war's! Das letzte Kleeblatt von Welt 1, Leute! Nice! Sehr, sehr schön.
Dein Bruder Lukas war Teil eines Erkundungsteams. Der Wächter, die nach dem großen Kampf mit Jinx verschwunden ist. Nee, das nach dem großen Kampf mit Jinx verschwunden ist. Ich frage mich, wo er ist. Hoffentlich geht es ihm gut. 22! Hey, jo, Junge, was sagst du nun, ne? Ich hab's endlich nach oben geschafft. Ich habe allerdings nur ein paar Rätsel gebaut, seit die Dinge hier so aus dem Ruder gelaufen sind. Es ist ein wenig deprimierend, weißt du? Aber dann bist du gekommen und hast alles gerettet, was ich erbaut habe. Das muss ich respektieren. Wenn du einen wachen Geist bewahren kannst, schaffe ich das auch. Ich werde diesen Ort von Grund auf neu errichten. Kronleuchter, Vertäfelung, was auch immer. Es kann nicht opulent genug sein. Du bist wahrlich eine Inspiration, Kind. Eine echte Inspiration. Jo, 22 von 22. Hey, du hast jede Seite in dieser Welt gefunden. Ich habe an etwas Besonderem für dich gearbeitet. Eine Art Souvenir. Komm in meinen Laden und sieh es dir an. Okay. Ah, als Belohnung kriegt man also dann nochmal neue Kostüme freigeschaltet. Polymiza Stirnband. Nice. Sehr schön. Coole Belohnung. Können wir uns jetzt nur nicht leisten gerade. Hallo Hund. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal zu dem Boss nach oben. Schauen wir doch mal, was es hier so für einen Bosskampf gibt. Hallo Häschen. Oh, da vorne ist ja unser kleiner Postbotter. Oder Postgolem. Lucky, das ist schlecht. Also schlecht in Großbuchstaben. Mittens hat die Sky Castle Golems hypnotisiert und sie zu seiner persönlichen Ninja-Armee gemacht. Oh Mann, vom Regen in die Traufe. Sie haben in alten Portalhof ihr Lager aufgeschlagen. Dorthin müssen wir auch, wenn, ich meine, falls du diese Welt verlassen möchtest. Mit genügend Kleblerzeiten solltest du die Macht haben, das Schloss aufzubrechen. Bitte, du musst meinen Freunden helfen. Ja, sicher machen wir das. Keine Sorge. Nice! Epische Dragon Ball Action. Kamehameha! Und los geht's zum Boss. Das ist fürchterlich schlau. Mit Betonung auf fürchterlich. Jemanden wie Sie nennt man explosives Genie. Pass in der Nähe ihrer Maschinen auf, ja? Okay. Machen wir. Oh nö, mittens. Oh, du hast dich tatsächlich meines Zornes würdig erwiesen. Die Vorhersehung macht uns zu Rivalen, aber das Schicksal hat entschieden, dass wir kämpfen müssen. Mach dich bereit, Lucky Swifttail. Jetzt wirst du die geballte Macht von Miau Kapau, einem Miau Schuhmeister und seinem Steinclan spüren. Chokung! Let's do this. Let's do this. Sehe ich genauso. Und jetzt? Okay, die kann man wegballern. Ja, es war jetzt nicht so schwer. Und nur? Ah, Kanonenkugeln. Glücklicherweise kann ich hier einfach buddeln. Beziehungsweise Kanonenkugeln, Feuerbälle sind es. Man kann hier einfach drunter herbuddeln, man kriegt ja gar keinen Schaden. Nice. Frage ist, wann können wir ihn jetzt angreifen? Ah, Moment, da oben ist er. Wie wär's denn mit so einem Kopf dagegen schmeißen? Nice! Alles easy. Okay, ich mach mal weiter hier meine Drehtaktik. Wieso kriege ich denn jedes Mal einen Schadenspunkt? Hallo, die erwischen mich irgendwie immer. Naja. Wie, was? Ach, die Kugeln, ach, jetzt hüpfen die auf dem Boden rum. Oh, okay, wusste ich nicht. Nice, beim ersten Bossfight direkt hier draufgegangen. Warum auch nicht? Ich hätte mich eigentlich nicht so oft von den Golems treffen lassen müssen, aber wie schon gesagt, ich weiß nicht so ganz, warum ich Schaden von denen gekriegt habe. Oh nein, Lucky brennt! Vielleicht mal ein bisschen früher den Angriffsknopf auch drücken. Okay,
okay, diese Stelle hier muss man auf jeden Fall wiederholen. Also man muss das alles an einem Stück machen. Du. Sieht ja eigentlich ganz schick aus, ne? So dieses Muster hier. Na, schau mal eine an. Die Münzen lasse ich jetzt da unten auch einfach mal drin. Versuchen wir mal, keinen Schaden zu kriegen hier bei den komischen Viechern. Sehr gut, das funktioniert. Ohne Schaden. So, jetzt hüpfen die komischen Figürchen. Kügelchen. Jetzt mal springen wir drüber. Schau mal eine an. Funktioniert! Und nächster Treffer! Und noch ein Treffer! Wie viel der wohl einsteckt? Nein! Ah! Lass mich doch in Ruhe. Oh, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Zack, zack, zack. Deine Kräfte sind beeindruckend, aber diese Niederlage ist nur vorübergehend. Ein kurzer Aufschub, der kürzeste aller Rückzüge. Ah, fürs Erste wird Mittens, Meister der Miau-Schuh-Kampfkunst, sich wieder auf sein Training konzentrieren. Aber Achtung, kleiner Rivale, unser epischer Kampf hat gerade erst begonnen. Das Schicksal macht uns zu ewigen Feinden. Eines Tages werde ich dich unterwerfen, aber bis dahin, wusch, ich verschwinde. Wow, du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. Sky Castle und die Golems sind in Sicherheit. Und mit dieser Seite können wir ein ganzes Kapitel abschließen. Das bedeutet, wir können wieder ein Portal in eine andere Welt öffnen. Oh Mann, Pete wird völlig aus dem Häuschen sein. Mann, du würdest einen verdammt guten Wächter abgeben. Weißt du das? Die Golems und ich schulden dir was. Wenn du jemals Hilfe brauchen solltest, sind wir für dich da. Wir sind doch Freunde, oder? Sicher sind wir Freunde. Wir sind beste Freunde. Nice! Und damit betreten wir anscheinend die nächste Welt. Was haben wir denn da? Eine hübsche Fuchsdame. Und einen Wurm. Und einen Roboter und einen dicken Köter. Ich nehme mal an, die lernen wir jetzt auch kennen, alle. That was a close one. Ach Gott! Wer ist sie denn? Tess! Sei gegrüßt, unbekannte Variable. Ich bin Tess, die Tüftlerin, Katzengenie und Erfinderin außergewöhnlicher Dinge. Meine Berechnungen zufolge sind in den unterirdischen Gebäuden dieser glücklosen kleinen Stadt Kleeblattseiten begraben. Anstatt einfach wild drauf loszubuddeln, graben meine Maschinen auf Basis des analysierten Erdreiches mit maximaler Effizienz an nährstoffreichen Stellen. Keine Verschwendung, kein Mehraufwand und so weiter. Würde dir raten, ihre Algorithmen nicht zu verändern. Es wäre eine Schande, wenn ich dich wegen etwaiger Störungen atomisieren müsste. Aber das werde ich nicht tun. Also, doch, das werde ich tun, wenn du mich stören solltest. Dann sei dir dessen sicher. Nun zurück an die Arbeit. Gutes Gespräch. Boah, die teleportiert sich weg. Hey, Dara, Vector Siegel, bringt mir ein oder ein Stalk. Unsere Sorgen haben ein Ende. Hör zu, Partner. Diese Katze Taz ist hier aufgetaucht und hat ihre Apparate überall auf unsere Felder losgelassen. Das sorgt für Probleme hinsichtlich unseres bald stattfindenden Interfaces und die Leute erwarten, dass ich mich darum kümmere. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Schlimmste, um das ich mich kümmern müsste, war ein Schelm, der um Mitternacht die schlafenden Kühe umstieß. Kannst du diese Pläne dieses Kätzchens irgendwie durchkreuzen? Die Würmer hier in der Gegend machen sich mehr Sorgen als ein Pferd, das mit einem Hund ein Rad fährt. Natürlich kümmern wir uns darum. Wir helfen hier. Wir helfen dem amerikanischen Countrywurm. Aber mit dieser Hilfe fangen wir erst im nächsten Part an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Huxel. Ciao.